Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Ich bin Albra von Mollenpixel TV. Und ja, ich habe mir jetzt hier schon mal ein nettes Auto über das Autoaufruftool über unsere Handy-App zugelegt. Ja, ist dann ein sportlicher Luxuswagen geworden. Und ja, bevor wir jetzt wieder richtigen Zugriff auf unsere Hack-Icons bzw. unsere Hack-Fähigkeiten bekommen, müssen wir mal einen Cetos-Turm einnehmen bzw. ihn aktivieren. Und genau da habe ich mir jetzt mal einen Wegpunkt hingesetzt. Ja, und mit klassischer Country-Musik sind wir jetzt auf dem Weg dahin. Unten rechts seht ihr auch die genaue Wegfindung. Und ich habe mich eben auch schon wieder dabei erwischt, wie ich frontal in ein Auto reinfahre. Nein, ich habe mich eben schon wieder dabei erwischt, wie ich einfach nur in der Gegend rumgestanden habe und beobachtet habe, was die anderen Leute so tun. Ich weiß nicht, ob es irgendwann langweilig wird, da das Spiel ja heute auch erst erschienen ist. Ja, wenn ihr die Folge seht, ist es wahrscheinlich schon ein paar Tage draußen. Ja, es wird also noch eine Weile wirklich sehr interessant bleiben, dessen bin ich mir wirklich sehr sicher. So, und jetzt sind wir auch schon gleich an dem Turm angekommen, wo wir denn hin wollen. Der muss eigentlich hier oben sein. Wir parken einfach mal fein säuberlich hier an der Seite. Oh, fahren dabei fast einen Passanten über den Haufen, aber das macht jetzt nichts. So, und dann müssen wir bestimmt hier hoch. Ah genau, da oben sehen wir nämlich auch gerade schon den Turm. Will ich mal gucken, es kann sogar sein. Ja, wir müssen hochfahren. Also müssen wir doch nochmal zurück. Die Sonne geht auch scheinbar gerade wieder unter. Es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Es fängt auch an zu regnen. Aber wir haben auch gerade schon wieder Zugriff auf unsere Hack-Datenbank. Ah, hier geht's doch hoch, oder? Sehe ich das jetzt richtig? Ja. Ach komm, dann fahren wir doch auch gerade einfach hoch. Ich meine, wir haben zwar so einen schicken Wagen, den ich hier ziemlich effektiv gerade zwar zu Schrott fahre, aber kein Problem. Na, so. Aber ich muss sagen, die Autos steuern sich echt ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen schlecht, aber ungewöhnlich. So, wo genau müssen wir denn jetzt hin, um jetzt hier das gute Teil freizuschalten? Ich könnte mir denken, wir müssen das hier irgendwie hacken, wenn wir das überhaupt können. So, Schwachstelle unbekannt, verbunden mit Switch-Konsole zum Entsperren, die Quelle finden. So, hier können wir bestimmt drüber springen und da oben finden wir eine Quelle. Gabelstapler, dahinter haben wir erneut eine Kamera. Und entriegeln. Das hat doch direkt schon mal sauber funktioniert. Jetzt nur die Frage, ob wir da auch hinkommen. Schauen wir uns einfach mal an. Nee, aber die andere Tür ist offen. Hier ist irgendwo noch eine. Zu der können wir aber aktuell noch nicht hin. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen von A nach B springen wohl. Aber hier ist auch nichts weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie in dieses Gebiet hineinkommen. Nee. Ist ja denn, wir sind in der Lage, hier drüber zu springen. Das nehme ich jetzt aber einfach mal an, dass das nicht der Fall ist. Hier können wir hoch. Bringt uns das irgendwas? Ich glaube nicht. Oh, okay. Hat sich erledigt. Die Tür ist offen. Und dann können wir bestimmt hier hochklettern. Und hier wieder runter und hier hinein. Das müsste da eigentlich gehen, denn diese Tür haben wir entriegelt. Sollten wir zumindest.
Vielleicht doch nicht. Es könnte auch sein, dass wir doch noch auf die andere Seite... Die andere Seite müssen. Ah, hier, da ist es doch schon. Wir müssen gar nicht da rein. So, schnell mal ein Foto gemacht. Genau, und schon haben wir ein weiteres Gebiet freigeschaltet. Ah, da sehen wir auch direkt schon ein neues Versteck. Wunderbar, genau so habe ich mir das jetzt auch vorgestellt. So, wieder zurück. Und ich denke, jetzt widmen wir uns trotz dieses Regens wieder unserem eigentlichen Auftrag. Schauen auf die Map und können uns jetzt einen neuen Wegpunkt setzen. Was haben wir denn hier? Cetus-Alarm. Naja, okay, das ist das. Das haben wir eben schon mal gemacht. Fixer Auftrag, das sind mehrere Nebenmissionen, die wir zur Verfügung haben. Wir wollen aber die Kampagne. Das heißt, wir setzen uns da einen neuen Wegpunkt. Und dann darf ich mich jetzt hier tatsächlich rückwärts diesen Berg wieder runterhangeln. Beziehungsweise hier können wir auch direkt drehen. Vor allem hauen wir aber mal einen anderen Song an. Das ist natürlich bekannt für solche Spiele. In GTA kennt man auch das typische Radio. Es ist unter anderem auch möglich, seine eigenen Songs ins Spiel zu implementieren und dann eben zu hören. Auch das gab es ja schon in den GTA-Teilen. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ihr später im Video auch hier hin und wieder mal so den einen oder anderen kleinen Hänger wahrnehmt. Das liegt nicht an meinem PC, das liegt wohl eher am Spiel. Da wird auch, denke ich mal, in kürzester Zeit schon der erste Patch von Ubisoft hinterhergeschmissen, um dem Spiel deutlich mehr Stabilität zu verleihen. Aber ich habe es in den letzten Videos auch schon gesagt, mittlerweile ist es wirklich astrein, was mein PC hier leisten kann. Und das Spiel hier für diese Detailverliebtheit hat es auch das verdient, mit besserer Hardware gespielt zu werden. So, jetzt hätte ich hier fast die Ausfahrt verpasst, genauso wie heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Allerdings fahre ich in der Realität aggressiver als im Spiel. So, 200 Meter müssen wir noch hinter uns bringen. Hep, so. Ah, und hier müssen wir das Cetus-Kontrollzentrum auch noch freischalten. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Ah, okay, das ist sogar unsere Mission. So, kaufen Sie ein Sturmgewehr 416, alles klar. Einkaufen, so, was hat denn der gute Such für uns? Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie ruhig. Ich nehme an, dass es eine MP ist. Oder nein, gar nicht, es ist ein Sturmgewehr, wurde uns ja gesagt. 416 für 1200. Nehmen wir mit. Und auch direkt damit ausgerüstet. In den vergangenen Wochen Sturmgewehr-Munition haben wir gleich gratis dazu bekommen. Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blum-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Okay, da haben wir nochmal genauere Nachrichten bzw. Informationen erhalten, was wir jetzt tun müssen. Wir setzen unseren nächsten Wegpunkt und begeben uns wieder zu unserem Auto. Mittlerweile doch recht mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man die Autos reparieren kann. Oh, sehr bekannter Song gerade im Radio. Als alteingesessener Wrestling-Fan kenne ich das von den WrestleManias selbstverständlich auch. Ich meine WrestleMania 26, das nur aber so am Rande mit Wissen geglänzt. So, und hier in dieser Nacht
quer durch die Stadt rasen. Zur Beleuchtung der Skyline. Das kommt schon gut, zusammen dann mit diesem Song. Aber jetzt wird es ernst. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Da würde ich doch sagen, schauen wir uns erstmal hier im Profiler um. Und der sagt mir auf jeden Fall, Zugriff auf die Kamera können wir uns besorgen. So, Ablenkungsmanöver können wir hier auch starten. Lokalisieren Sie die Wache mit den Zugangscodes. Malcolm Hampton wird offiziell überprüft. Ah, ist also auch Polizei bekannt. Ja, es gibt hier mit Sicherheit so einige, die Polizei bekannt sind. Und hatten wir doch, glaube ich, gerade schon denjenigen. Sprengmöglichkeit, Kampfsportler, hat Verbindung zur rassistischen Gruppe. Sicherheitsmitarbeiter bei Blume. Sprengen. Das kann nicht sein. Hat das Teil denn keine Sicherheitsschaltung oder so? Oh, oh. Den zerreißt jetzt aber nicht, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier geht's ja ab. Okay, so, nein, wir müssen uns noch weiter umschauen. Das war nicht derjenige, der die Zugangscodes besitzt. Der läuft hier irgendwo noch herum. Was haben wir denn hier? Systemschlüssel. Hier hätten wir auch noch eine Kamera. So, uns dürfte eigentlich nichts passieren, wenn wir uns hier weiter auf dem Gelände durchhacken. Ablenkungsmöglichkeit entdeckt. Hat kürzlich Blut gespendet, notorischer Konsument von Steroiden. Ja, sieht ein bisschen aufgepumpt aus, der Guteste. Besitzt versteckte Kamera. Unter Steuerprüfung. Ach nein, jetzt folgen wir tatsächlich der Kamera, die derjenige an sich hat. Kommen wir hier auch irgendwie wieder raus? Der Typ bleibt wohl da erstmal stehen. Gut, also da ist derjenige noch nicht dabei, nachdem wir eigentlich gerade suchen. Muss ich mal überlegen, wo könnte denn noch einer sein? Oh, da muss man hier ganz schön kurbeln, bis man diese Überwachungskamera gedreht hat. Irgendeiner von den netten Herren müsste es eigentlich sein. Hier drüben hätten wir noch eine Kamera. Sieht aber auch nicht so aus, als hätte diese irgendwelche Informationen. Hier haben wir noch eine Kamera. Tja. Wir müssen uns in der Klinik treffen. Wir glauben, die Nadeln sind nicht richtig sterilisiert worden. Oh, dem machen wir aber gerade nicht gerade wenig Angst. So, ja, ich möchte eigentlich jetzt nicht schon wieder irgendwen umbringen oder es versuchen, jemanden umzubringen. Sondern eigentlich möchte ich nur denjenigen finden, wer hier die Codes am Start hat. Da, den haben wir noch nicht entdeckt. Kann Verstärkung rufen. Ein bisschen nervös, der Gute. Nee, und hier befindet sich leider auch niemand. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn hier jetzt jemand, der die verdammten
Codesword. Irgendeine Wache soll sie wohl haben. Hier ein kleines Ablenkungsmanöver. Mit den jungen Herren können wir leider auch irgendwie nichts anfangen. Ihm können wir nur wieder etwas wegsprengen. Warnung, Sie sind nicht mehr der Höchstbietende bei Ihrer Auktion. Senden Sie ja, wenn Sie Ihr Gebot erhöhen möchten. Ja. Senden Sie ja, wenn Sie Ihr Gebot erhöhen möchten. Okay, also auf jeden Fall sind das hier lustige Ablenkungsmechanismen. Warte mal. Ich wette, das ist noch nicht mal irgendeiner, der hier auf dem Gelände ist. Also es ist ein wenig enttäuschend, weil ich immer noch nicht diesen Typ finde, der die verdammten Codes hat. Oh. Ey. Ups. Entschuldigung. Gut, ja, so können wir uns im Übrigen auch hier durchkämpfen, meinetwegen. Aber das hilft uns leider immer noch nicht, zu finden, wo dieser eigentliche Typ steckt. Irgendwie finde ich das auch ein bisschen gemein langsam. Weil wir haben auch irgendwie nur die Möglichkeit, hier wirklich von Kamera zu springen und dann eben zu überprüfen, wer die Codes haben könnte. So, ein Schild können wir noch aktivieren. Ja, ich habe jetzt irgendwie wirklich schon jede erdenkliche Möglichkeit hier ausgeschlossen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier ist sonst gar keiner mehr auf diesem Gelände. Hier können wir was sprengen. Bringt uns auch nicht sonderlich weiter. Tja, ich würde sagen, da habe ich doch einfach eine bessere Idee. Wir machen hier einen ganz kurzen Break und sobald wir wieder da sind, werden wir einfach uns durch dieses Gebiet durchschießen. Ich denke, das ist die einfachste Möglichkeit und dann finden wir auch schon raus, wer von den Herren die Zugangscodes hat. Bis dann.